So, damit seid gegrüßt zum großen, ja, zum großen kleinen Videoprojekt danach, der Wahlabend danach. Ja, ich sehe entsprechend aus in der Facecam. Mhm. Ja, habe mich entsprechend. Das sieht doch immer gut aus. Ja, immer. Also, ja, jetzt haben wir wir haben den Tag danach, nach der Bundestagswahl, und wir haben die Ergebnisse vorliegen von der Bundestagswahl, und ich dachte, da hole ich mir den Zeppi nochmal mit dazu und dann können wir nochmal kurz uns die Ergebnisse angucken. Mal sagen, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und wir haben auch, wir haben jetzt auch das Spannende, die Kleinstparteien haben jetzt auch noch dazu bekommen. Mhm. Wir haben jetzt hier das, ist das schon das Endergebnis oder ist das, ne? Ah, hier steht noch ein vorläufiges Ergebnis noch, da wird sich vielleicht noch ein bisschen was tun. Ja, kann. Das Interessanteste mal hier ganz nach ganz unten hier, die Partei hier 1,2%. Ja, das stimmt. Heute Morgen waren es 1,0%. Okay, ja. Freie Wähler 2,9%. Und was ich ganz interessant finde, was mich überrascht hat, hier ich habe mich heute Morgen schon gefreut, als ich hier gesehen habe, als ich auf dem Zweitstimmenanteil-Balken gesehen habe, hier CDU-Balken auf 18,9%, habe ich gedacht, juhu, die sind noch weit abgestürzt, die haben noch ein paar Stimmen verloren durch die Briefwahl und so. Aber was ich nicht beachtet habe, ist die Stimme vom der verdammte Wahlleiter, der Bundeswahlleiter, der zählt die CSU als Extrapartei. Die CSU wird hier noch mit 5% aufgelistet, mit 5,2% aufgelistet. Mhm. Dadurch, dass die CDU und die CSU ja zusammengezählt werden, dann gibt das dann natürlich wieder SPD hat immer noch mehr. 25% und so weiter. Das ist, ich glaube, die sind dann bei 24, rechnen das mal zusammen. 18,9 plus 5,2, das ist dann so dabei. Ah, 22 haben sie. Ah, hier steht es, glaube ich, 22,5 hier bei den. Hier steht es, glaube ich, auch drin, oder? Stimmt das, oder? Die CSU, nee, die CSU ist ja aber auch aufgelistet. Jetzt haben sie hier in der Liste die CDU. Das ist verwirrend. Hier hat die CDU 22,5%, hier sehen wir es. Und die CSU nochmal 6%. Da sind es dann jetzt wieder. Sind es dann wieder 30 oder wieso war das jetzt hier? Ich war ja mit Linke, die haben ja nur die 4,9%, ja, aber die haben ja 3 Direktmandate. Ja, das ist ja das Interessante, was man noch sagen kann. Also Linke hat es gerade noch so geschafft. Linke hat ja das Glück, dass sie den Gregor Gysi, glaube ich, noch zwei andere noch als Mandate gewonnen haben. Ja, überlegt mal, sonst 13% der Stimme, sonstige Parteien. So. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf Koalition gucken, ich glaube, das wird trotzdem relativ unmöglich. Das ist. Und sonstiges, ja. wie ich sehe, sonstige zum größten Teil Freie Wähler hier. Nee, die CSU ist dann. Nee, wer ist dann. Woraus setzt sich die 8,6% sonstige zusammen? CSU ist scheinbar nicht. Freie Wähler mit 2,9%. Also ich sehe hier bei sonstigen eigentlich fast gar nichts. Wir haben unten noch 1,6% die Basis. Oh shit. Oh je. 1,6% für die Basis. Holy crap. Mehr als bei der Partei. Was ist denn die Gartenpartei? Was? Die Gartenpartei, die hieß früher mal Magdeburg Gartenpartei. Ja. Oh, Team Tonhöfer hat 0,0%. Ja. Okay, die haben nur 5000 Stimmen bekommen. Ja, Team Tonhöfer sowieso. Ich meine, das hatten die Spacehawks auch gesagt. Wer nennt denn der Partei nach sich? Also ja, hier haben wir oben wird es relevant, jetzt hier Freie Wähler 2,9%, hier haben wir die Partei 1,2%, ja. Im Berliner Abgeordnetenhaus haben wir, glaube ich, 2, irgendwas bekommen Prozent, also haben wir es nicht reingeschafft, soweit ich weiß, oder gibt es da die Prozente oder nicht? Was ja auch ganz interessant ist, ist der Volksentscheid, der ja gestern in Berlin war. Wie ist denn der ausgegangen? Das habe ich jetzt noch gar nicht. Relativ gut für den Bürger. Ich glaube, also, 60%? 60? Ja, die Grafik werde ich jetzt nicht mehr finden, aber. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Da kann man ja auch ein andermal nochmal drüber reden, weil. Es wird auf jeden Fall jetzt darauf hinauslaufen, dass man erarbeitet, diese zu enteignen.
Liebe Deutsche Das ist Wohnen. sehr gut. Enteignen bin ich Ja. dafür. Aber jetzt haben wir hier haben wir jetzt für die SPD 206 Sitze und das und dann hier als CDU. Ich guck lieber auf die Zweitstimmenanteile. Die Sitze sind ein bisschen verwirrend auch für mich. Also hier in der Liste haben wir hier also 25,7% für die SPD. Dann scheinbar diese 22,5% für die Union, was trotzdem noch ein Verlust von knapp 8% sind für die CDU. Dann haben wir hier die 10%, 10,3% für die AfD. Die haben wir die 11%, 11,5% für die FDP. Die haben scheinbar noch ein bisschen dazu bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass die gestern auf 10% oder so lagen. Ist die da noch ein bisschen. Die Linke hier mit ihren 4,9%, die Grünen bei 14,8% und die CSU ja dann nicht. Und die SSW, was auch immer das für eine Partei ist, hat jetzt die hat irgendwie einen Sitz haben die irgendwie bekommen durch ein Mandat irgendwie und dann haben dann doch irgendwie, also mit 0,1% sind die dann, für die gilt irgendwie die Prozentsätze nicht, weil sie ein Mandat haben irgendwie und deswegen werden sie mit aufgelistet. Was auch immer Ich die weiß selber nicht, was SSW sie. ist. Ich könnte mal gucken. Also das ist mir aber auch erst durch die Wahl quasi aufgefallen. Was ist denn Also hier SSW? sieht Südschlesischer Wählerverband. What the heck? Was? Ich habe noch nie davon Also gehört. irgendwie haben die jetzt einen Sitz im Bundestag mit 0,1%. Keine Ahnung. Ich gucke hier nochmal bei der SSW. Die haben. Aber bei der Erststimme sind wir hier. Bei der Erststimme haben sie 34. Ich weiß nicht, wie die das. Ah, das hier sind die Zweitstimmen, haben sie hier. Ach so, deshalb steht da 22,5% hier. Ich habe bei den Erststimmen geguckt. Hier haben sie 18% zum. Und dann hier die CDU, CSU. Muss man mal zusammenrechnen. Ich bin zu faul zum Rechnen, deswegen. Ja, aber 18,9 plus die CSU mit dem 5,2 haben sie bei 24,1 laut meinem Taschenrechner. so. Was auch, also was ich, das ist, stellt es mir wirklich die Frage, warum man die CSU noch, warum man, also ob die jetzt als einzelne Partei gezählt werden soll oder ob die jetzt zur Union gehört und Ich in glaube, der das ist CDU, das halt ist so halt. gezählt, dass du halt quasi. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Ich habe echt Es keine ist halt echt Ahnung. verwirrend, weil das war ja, das ist mir sauer aufgestoßen, auch wieder beim Wahlabendstream, wo ich dann, da haben sie wieder den Söder in die Runde mit reingesetzt und der hat dann wieder bei den Interviews mitgesessen. Es ist irgendwie so, das ist, also entweder, ich finde, entweder man macht das eine oder man macht das andere. Entweder man sagt, die CSU ist eine Kleinstpartei, dann darfst du aber auch, also mit 6% kommst du natürlich schon rein, aber dann darfst du natürlich auch. Dann darfst du natürlich, wenn sie 4, irgendwas Prozent kriegt, nicht in den Bundestag reinkommen. Und dann darf natürlich, dann da darf für die CDU natürlich auch nur die 18,9% zählen. Dann wird aber auch, wenn man die als Kleinstpartei, die CSU als Kleinstpartei nimmt, wird aber auch konsequenterweise wird auch der Söder nicht zum Gespräch eingeladen. Doch, könnte der Söder zum Gespräch eingeladen werden, wenn die 6% kriegen. Ja. Oder wenn man es andersrum sagt, wenn man sagt, die CDU-CSU ist eine Union und wird als eine Partei gewertet, dann kann man den Söder mit als, nee, dann darf man den Söder nicht mit ins Gespräch mitnehmen, weil sonst hat die CDU doppelte Redezeit. Und aber dann, ja, dann muss man dann auch dementsprechend, es ist, und es wird dann halt auch hier intransparent. Es ist halt wirklich, ist mir jetzt hier die Ja, CSU. also für eine Laie, Ich bin also ich sehr meine, stark da, ich bin sehr stark dafür, dass die als Kleinstpartei zählt. Ich meine, das ist raus meinst du mit dir. CDU? Hahaha. Ja, nicht mehr lange Bundestagswahl 2025, wenn sie so weitermachen.
Und hast schon gehört, dass der Laschet jetzt Kanzler werden will? Also haben sie jetzt gesagt, dass der Laschet sieht sich in Regierungsverantwortung und Ja, das habe ich gehört. trotz der Niederlage, trotz den 8% scheinbar. Lustigerweise habe ich das gerade eben kurz vor den Telefonaten gehört, weil draußen jemand das Radio ganz laut anhatte. Das ist. Normal bekomme ich ja Also so eine Übertragung möglichen, damit. soweit ich mitbekomme, sind die möglichen Koalitionen jetzt CDU, SPD, also GroKo steht noch zur Frage, aber dann mit SPD, also dann Laschet will es zwar werden, aber sehr wahrscheinlich mit Scholz Führung. Also was eine Katastrophe wäre, auch mit Scholz als Kanzler wäre die GroKo eine Katastrophe. Das finde ich, das steht noch zur Debatte. Das Wahrscheinlichste ist Ampel, also mit Rot haben wir schon Ja, gestern Abend gesagt, das ist etwas, damit könnte ich mich Rot-Gelb-Grün. vertragen. Es ist nicht unbedingt ideal, aber es ist schon mal ein deutlicher Schritt nach Und vorne. Jamaika haben wir dann, glaube ich, noch. Jamaika stand dann noch was jetzt, ich glaube, darauf setzt jetzt Laschet, dass jetzt CDU, Grüne, Ja, FDP ist, die das ist ohne, aber das ist ganz im Ernst, das ist, wenn Laschet jetzt, also CDU, Grüne, FDP, da würden sie massiv den Wählerwillen, das ist, ignorieren. Und es ist jetzt einfach Wählerwillen, dass die SPD die stärkste Kraft zum gewählt wurde. Ja, die Und wenn die CDU jetzt eine, arbeitet nicht für die Bürger, sondern für die CDU selbst. und Und wenn wenn die, irgendwann mal eine und Mars-Mission ich kommt, wo die glaube, ersten Bürger auf dem Planeten, auf dem Mars kommen, es werden nur CDU-Leute da hinkommen, nur die CDU. ja, aber das werden die nicht durchgedrückt kriegen, Serpi, das Ja, wird ich. nicht. Ja, die leben halt in einer ganz anderen Welt. Die leben in einer komplett anderen Welt. Die können nicht ohne die SPD regieren. Die können jetzt, das wäre, das wär, da, da, da ist, das ist ja wirklich, das ist ja nun wirklich eine, Ja, das ich wäre erinnere mich, zumindest. wenn man so realitätsfern leben kann, so mit den ganzen. Deutschlands Also. Regierung geht, glaube ich, nicht mehr auf, wenn ich das richtig gehört habe. Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Rot-Gelb. 96%, obwohl könnte auch noch aufgehen, oder? Wie siehst du das von den Also, Zahlen? es könnte aufgehen, ja, aber. Ich meine, wir brauchen Wandel in der Politik und eigentlich Also, müsste die SPD eigentlich ganz gut wissen, dass man dass CDU halt nicht der Weg ist, um die Politik durch. Vor allem die SPD war immer von der CDU abhängig. Wo wären die denn jetzt, wenn die jetzt wieder die CDU mit reinnehmen ins Boot? Die können die jetzt wegschießen, endgültig. Können jetzt ohne die man kann jetzt ohne es ist jetzt möglich, ohne die CDU zu regieren. so Rot-Rot-Grün, also der Linksrutsch ist jetzt eindeutig verhindert. Also ich glaube, Ja, das geht auch schon. rein rechnerisch nicht mehr mit zum, das wäre eine Minderheitenregierung. Rot-Rot-Grün, das wäre schwierig. Haben wir noch irgendwo, ich glaube, ein Koalitionsrechner haben wir hier nicht mehr auf der Seite, sonst könnten wir Ja, das ich mal finde, aber machen jetzt der Begriff mit auch dieser ALP. Linksrutsch. Wenn man sich vor Linksrutsch fürchtet, dann sollte man sich fragen, was man für eine Partei führt, weißt CDU halt. du? Hm. Weißt du, Die Linksrutsch, Bundestagswahl. aber Rechtsruck okay oder wie so? Verstehe ich nicht. Wir haben kein Problem mit Linksextremismus in Deutschland. Wir haben mit dem Rechtsextremismus Kein. gerade ein Problem. Das Ja, ist extrem, es wird ja auch seit. immer weiter gefüttert. Also. Und die CDU leugnet es. Warum war denn diesen? Da gab es doch diesen Wahl, den auf der Tagesschau-Seite gab es. Das ist jetzt ein Thema, das wird die Tage auf jeden Fall noch sehr wichtig. Koalition. Koalition wird jetzt spannend, das Also jetzt erstmal Gespräch. vorläufiges Eigentlich haben wir den Ergebnis. Es Koalitionsrechner kann, hier unten. also es wird sich höchstwahrscheinlich nichts mehr ändern, aber es kann sich auch ein bisschen was ändern. Aber die Zahlen Nicht. stehen, so wie die Zahlen stehen, kannst du da eigentlich schon davon ausgehen, wie es Das wieder. Archiv. Das haben wir gestern angeguckt. Ja, das hier war auch ganz interessant, ja. Okay, den Koalitionsrechner finde ich gerade nicht, aber wir haben es ja gerade genannt. Und hier haben wir diese ganzen spannenden Wählerübersichten, was ich auch immer. Wer wählt die AfD und warum? Und so weiter. Also hier, Görlitz, AfD, Welches ja. Thema spielt für Ihre Wahlentscheidung die größte Rolle? Ach so, ja, die Zuwanderung, Grafik hatte ich auf Twitter gesehen. Zugang, Umgang mit Corona, soziale Sicherheit und Wirtschaft und Arbeit. Ja, das ist ja Wesentlich. echt etwas, in Görlitz hier also hier in diesem Wahlkreis hat die AfD halt so weit vorne gelegen. Also in Sachsen ist halt wirklich, Ja, also über 30%.
Hast du schon zu Leipzig was gesehen? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Leipzig wieder so kompletter Kontrast dagegen. Ja, Leipzig, gibt es ja irgendwo eine Karte, wo wir das gucken können? Abgenommen aus Berlin können wir auch dran. Leipzig 1, CDU, Leipzig 2, die Linke. Ah, Leipzig, eins. ja, Leipzig, ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast. Leipzig 1, Ich habe es CDU und gehört, Leipzig es ist im 2, Stream CDU. in der Aufnahme angekommen. Ja, gut. Ich habe hier, ich Seppis hab hier halt immer Freunde. mein Gewissen, was hier spricht. Und ja. Seppis bessere Hälfte. Ja. Wo ist denn jetzt? Habe ich hier Berlin? Ist ja auch Abgeordneter aus Berlin, glaube ich, hier, was ich hier habe. Ja. Bundestagswahl. Ich wollte es Wiss bloß gerade mal darstellen hier im Stream. Bundestagswahl. Die Wahl lässt jetzt einige Fragen offen, also, weil wir halt überall, wir leben ja immer noch in der Pandemie. Wie geht es jetzt weiter mit den Corona-Maßnahmen? Werden sich die jetzt auch? Kommt jetzt auf die Regierung an. Wenn man in der CDU-Regierung kommt, dann geht es so weiter wie bisher. Ja, so, wir machen Lockerungen, weil ich will nicht auf mein Auto verzichten oder so ein Was ist Blödsinn. denn hier? Glaube, hier war es. Nee, Landtag Sachsen wollen wir ja nicht. Was mache ich denn hier eigentlich? Landtagswahl ist noch nicht. Noch nicht. Hauptgründe für das Wahlergebnis haben wir hier auf jeden Fall. Welche Partei soll die nächste Regierung führen? SPD 38, Union 28, Grüne Union hat ja für 14. mich bei alten Menschen sehr oft nach Sympathie wählen. Ja, also wie ich So. das gesehen habe, ist das auch, also 2000, von 2017 zu 2021 haben dieselben Verlust, also die haben von 2017 zu 2021 auch, gerade schon 2013 zu 2017 hatten sie auch schon 8% Verlust. Und von 2017 zu 2021 jetzt auch wieder 8%. Also das scheint der übliche Ja, Verschleiß zu sein. Also das ist jetzt wenn der nicht Trend mehr. weiter so geht, dann habe ich bei der nächsten Wahl ja nichts mehr zu befürchten. Ja. Dann ist dabei bald nicht mehr, obwohl 8% von 24, das ist dann. Ja, sind dann. Sind sie immer noch im Bundestag. Aber Ja, nicht mehr trotzdem. regierungsfähig, definitiv. Das ist. Aber 16, mit 16%, da haben sie jetzt noch zwei Wahlen, dann sind sie raus aus dem Bundestag. Also ich habe die Verschwörungstheorie, dass Laschet ja ein Doppelagent ist. Hör mir auf mit Verschwörungstheorien. Wir haben bei Nein, der warte. Basis, ne? Wir haben bei der Nein, Basis 1,6%. Wir nein, können es nicht nein, mehr nein, leisten. nein, ich meine halt, Laschet ist eigentlich so ein Doppelagent von der SPD, der halt die CDU schlecht machen soll. Also der hat sowieso hat vor Jahren angefangen, in die SPD in die CDU reinzugehen, um die CDU schlecht zu machen, um dieses Wahlergebnis. Direkt war Bestimmt. Bundeskanzler, Bestimmt. das ist hier interessant. Direkt war Bundeskanzler. Also ich finde ja sowieso, dass der Bundeskanzler vom Volk direkt gewählt werden sollte. Das ist einfach Ja. was. Das heißt, man muss ja nicht alle zur. So kann es halt auch passieren, dass es einen Kandidaten von der Kleinstpartei schafft, in die Bundeskanzlerrolle zu kommen. Und das ist ja auch kein Problem, wenn jetzt, ich höre schon die Frage, Zwergi, aber das ist, wenn es dann eine GroKo-Regierung gibt und uns zum Beispiel der Martin Sonneborn als Kanzler da mit regieren soll, wie soll denn das klappen? Das wäre ja kein Problem, Das weil das sind ist seine Vor- und ja, Nachteile. das wäre ja kein Problem, weil der Bundeskanzler muss ja eigentlich, das ja, ich weiß, das ist bisher nicht so gelaufen, aber der Bundeskanzler hat ja eigentlich die Aufgabe, neutral zu sein. Also als Bundeskanzler musste für alle Parteien stehen und so weiter. Ja, voll Deswegen das Vor- dürfte das und ja auch auch das eigentlich Volk kein vertreten. Problem Also, sein. sollte eigentlich eine Partei selber auch machen, das Volk vertreten. Also das ist nämlich das, wovor ich beim Laschet richtig Angst vor hatte, dass halt Das Volk dieses vertreten Typ. die alle nicht, Serbi, das Ja, Volk. das ist mir klar, aber Ja, das ist bei spannend. Laschet, bei die CDU, die hat ja, bei ihm so auch die SPD, die halt einfach nur abgenickt hat. Seppi, wer wählt die Union und warum? Keine Ahnung. Das ist sowieso eine. Jetzt noch, das ist. Warum Ja, jetzt weiter im überhaupt Text, noch? dass halt solche Parteien halt eher für sich handeln als für den Bürger. Und stell mal vor, so einer, der halt wirklich die ganze Zeit für sich handelt, wird Bundeskanzler.
Also Scholz oder Laschet. Ja, ne, ich habe so eine, bei Scholz habe ich mir so eine minimale Hoffnung, dass er halt auch wirklich, Naja. ja, minimal, ich sag's ja, minimal, Sehr also, keine Ahnung. minimal. Aber freuen wir uns mal über die Ergebnisse der Partei. Das ist Ja, das 1,2, ist. 1,2% Erststimmen und 1,0% Zweitstimmen, habe ich vorhin falsch gesagt. Hier natürlich eine Liste. Also die 1,0. Partei wurde von 100% ihrer Wähler gewählt. Hast du gehört, dass die, hast du gehört, ob, La, ob nicht der Laschet, sorry, habe ich schon vergessen, ob der Bülow es geschafft hat? Das Und der weiß ich nicht. Minister. Also ich glaube mit 1,2% Erststimmen, Wenn er ein weiß ich Direktmandat nicht. hätte, aber ich glaube nicht, dass er. Ich weiß nicht, ich habe ihn mal selbst gefragt, ich habe ihn auf Instagram angeschrieben, habe ihn mal gefragt, hast du es geschafft? Habe noch keine Antwort gekriegt bis zu diesem Ja, Moment. wahrscheinlich, weil ihnen alle gerade noch zum Wahlsieg gratulieren und so. Ja. Oh Mann, Also das kann ja noch weitergehen. das würde ich mir sehr wünschen. Und weißt du, wie das beim Abgeordnetenhaus ist? Gibt es da auch die 5% Hürde oder? Ich glaube, hier gibt es immer die 5% Hürde. Dann hat es die Aber Partei wahrscheinlich auch nicht ins Abgeordnetenhaus geschafft. das werden wir sehen. Also ich habe leider von. Aber. Ich weiß nicht, ich fühle mich immer so wie so ein Laie, was Politik angeht. Also ich verstehe, was abgeht, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen das Hintergrundwissen. Ja gut, aber insgesamt würde ich sagen, zusammenfassend, ja, so eine Map, so mehr, ist halt so, Ja, es ist so es ein ist, Mehrergebnis. Es also ist. kein Grund zum Jubeln, aber so jetzt zum Heulen ist jetzt auch nicht so wirklich. Also wenn Laschet nicht Kanzler wird, dann ist schon mal ein Ja, Sieg. Scholz Das ist weiß schon auch mal. nicht, das ist. Ja, Pest und Cholera. So gut, aber ich glaube, wir müssen mal hier Schluss machen, Ach weil so, ja, stimmt. ich habe auch eine Zeit einzuhalten. Ich mache jetzt gleich einen Stream live auf Twitch und Kann ja definitiv auch ja. nochmal weiter drüber quatschen, dann können wir uns noch ein paar Dinge Ich würde mal vorbereiten. sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht irgendwann mal zu einem Politikvideo mit Serpi wieder oder zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Ja. Danke, dass du auch beim Wahlabend-Stream mit dabei gewesen bist, Serpi, und ja, jetzt für dieses kleine Video. War ja ganz lustig. Ja, 2025 dann mit die Was mit der? Partei Ja. im Bundestag, dann Bülow vor Kanzler. Bülow vor Chancellor, ja genau, wählt die Partei. Ja. Na dann, habt noch einen angenehmen Bis fürstlichen dann. Tag. Tschüss. Haut rein. Ciao.